Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesunde Next Level. Ich habe heute wieder so ein paar Infos für euch, die wichtig für euch sein können. Und zwar habe ich auf der Seite corneaschmidt.net ein kostenloses, gratis E-Book, wo ihr sind mit sehr interessanten Informationen. Und zwar heißt das E-Book Eine Reise durch den Körper. Und da werden bestimmte Organe beschrieben und wie ihr durch einfache Tricks, durch sehr, sehr einfache Tricks, vorbeugen könnt. Und ja, schaut euch das am besten einmal an. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Dann biete ich wieder Beratungen an. Wenn jemand eine Beratung wünscht zu einer bestimmten Krankheit und war schon überall bei Ärzten und so weiter, der kann sich gerne bei mir melden und oder auf die Seite corneaschmidt.net gehen, dort auf das Wort Beratung und dann bekommt ihr dort weitere Informationen. Dann die Community. In der Community ist es ein bisschen still geworden, muss ich sagen. Ich denke mal, das wird jetzt auch wegen dem schönen Wetter sein, dass da jetzt so wenig los ist. Kommt gerne rein in die Community. Ich werde in den nächsten Videos auch mal ein bisschen zeigen, was euch in der Community erwartet. Und ja, schaut auch dort gerne mal rein. Da helfen sich die Leute gegenseitig, wenn sie irgendwelche Fragen haben. Und ja, kommen wir nun zum Thema. Ich war vor kurzem in Holland, ja, 5 Tage mit der Verwandtschaft, mega cool, mit der Verwandtschaft von meinem Mann. Dann sind wir auch ans Meer gegangen und wir haben uns schön auf die Decke gelegt. Es war nicht warm, muss man sagen, es war sehr windig. Und wir haben uns alle dort verkohlt, also so einen richtig fetten Sonnenbrand geholt. Und gerade im Sommer passiert es halt so schnell, dass man sich so einen fetten Sonnenbrand holt. Und damit sich aber die Haut auch wieder regenerieren kann und die Haut repariert wird, sollte man mit bestimmten Mitteln behandeln. Ja? Ich stelle euch mal ein paar Mittel vor, die ich super finde, die die Haut schnell wieder reparieren und einen wirksamen Effekt auf die Haut haben. Erstens haben wir MSMG. MSM ist wirkt beruhigend, kühl, angenehm auf der Haut. Regeneriert die strapazierte Haut. Ja? Warum? Damit möglichst schnell wieder neue Hautzellen entstehen, braucht der Körper Schwefel. Und im MSMG haben wir Schwefel in Verbindung mit Feuchtigkeit. Und somit ist es ideal bei Sonnenbrand. Ja, die Haut braucht Feuchtigkeit und die Haut braucht Schwefel. Dann haben wir Aloe Vera Gel. Ich habe schon länger eine Aloe Vera Pflanze und die Pflanze, die sprießt nur ohne Ende. Also überall kommen neue Triebe. Ich muss sie unbedingt umpflanzen. Ich kann euch auch gleich mal ein Bild einblenden. Und Aloe Vera eignet sich auch super bei Sonnenbrand. Ist einer der ältesten Heilpflanzen, wird sehr gerne bei Hautproblemen genommen. Ja? Sie enthält mehr als 200 gute Inhaltsstoffe, die gut für die Haut sind, gut für den Körper sind. Das Gel wirkt erfrischend, kühlt die Haut und lindert Schmerz und Juckreiz. Einfach immer wieder zwischendurch auf die betroffene Hautstelle auftragen und die Haut regeneriert sich sehr schnell. Dann ein wichtiger Tipp für die Haut. Es gibt 2 Mittel, die den Alterungsprozess der Haut stoppen können. Einmal OPC und Vitamin C. Es ist nämlich so, wenn man schön gebräunt aus dem Urlaub kommt, man hat richtig schön, man war richtig schön Sonnenbaden und hat übermäßig dieses Sonnenbaden gemacht, dann wird der Alterungsprozess aktiviert. Diesen kann man stoppen, indem man OPC und Vitamin C einnimmt. Warum? OPC ist antioxidativ und mit Vitamin C zusammen kann das Kollagen der Haut repariert werden und stabilisiert werden. Der Alterungsprozess wird gestoppt, geschwächte Zellen werden abgebaut und durch neue ersetzt, durch gesunde, Falten werden reduziert und die Haut erholt sich. Ich verlinke euch mal die genannten Produkte in der Infobox, schaut da gerne mal rein. Und holt euch auch das gratis kostenlose E-Book auf der Webseite corneaschmidt.net. Ich freue mich, dass du da warst. Ich wünsche noch einen tollen Tag. Es ist super warm draußen. Und ja, genieß das Wetter. Und bis zum nächsten Video. Alles Gute. Ciao. Und auf jeden Fall abonnieren nicht vergessen, damit du immer auf dem Laufenden bleibst
Und was ganz wichtig ist, bitte auch die Glocke drücken, sonst wirst du nicht benachrichtigt, wenn ein neues Video da ist. Okay, alles Gute, ciao.